Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee. Aktuell geht unser Blick in Richtung wertvollstes Unternehmen der Welt, was die Marktkapitalisierung angeht. Momentan liefern sich hier Apple und Saudi Aramco ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und nachdem der jüngste Ausverkauf bei den Tech-Werten anstand, wurde Apple tatsächlich mal von Saudi Aramco kurzzeitig vom Thron gestoßen, ist aktuell, stand jetzt am 1. Juni, aber wieder zurück. Und welche Möglichkeit ist gerade beim Apple gibt, was im Zertifikate den Einstieg bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit David Hartmann von Tobel. Herr Hartmann, wir unterhalten uns ja immer im Vorfeld der Sendungen auch und wir hatten es gerade eben auch schon davon, dass es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist zwischen Saudi Aramco und Apple. Momentan, Stand jetzt, scheint Apple die Nase vorn zu haben mit einer Marktkapitalisierung von 2,42 Billionen US-Dollar, währenddessen Saudi Aramco mit, naja, läppischen 2,39 Billionen US-Dollar tatsächlich nur dieses Ergebnis aufweisen kann. Was macht Apple denn überhaupt für die Anleger nach wie vor seit zig Jahren so sexy? Ja, zum Ersten ist es natürlich die Tatsache, dass diese ganzen Big Tech-Werte, das ist, gilt ja nicht nur für Apple, weil wenn man sich die Riege der größten Unternehmen eben weltweit anschaut, da sieht man, dass da ganz viel Tech vertreten ist, wie zum Beispiel auch Amazon, Alphabet, Microsoft. Diese Unternehmen, die haben in Vergangenheit eine unheimlich beeindruckende Wachstumsstory eben hingelegt und haben somit das Interesse natürlich von vielen Anlegern geweckt. Im Fall von Apple muss man natürlich auch sagen, das Unternehmen besitzt eine unheimlich hohe Markenbekanntheit. Also das ist eigentlich vergleichbar wie zum Beispiel Coca-Cola. Die Produkte von Apple, die sind eigentlich auch auf unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und so kommt es natürlich, dass die Anleger wirklich auch an den Fortbestand des Unternehmens glauben. Ganz einfach, weil sie zum Beispiel ihre iPhones täglich nutzen und sich eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen können, dass das irgendwie zukünftig von einem Wettbewerber eben verdrängt werden könnte. Aber wie sieht es denn bei Apple gerade mit den Risiken aus? Wir hatten natürlich gerade auch schon angesprochen, dass es den Tech-Ausverkauf gab, scheint jetzt bei Apple nicht die ganz großen Spuren hinterlassen zu haben. Wir haben aber nach wie vor Probleme bei den Lieferketten, gerade auch was die Chips angeht, die in den Geräten verbaut werden. Kann man das tatsächlich oder kann man darüber tatsächlich momentan hinwegsehen? Ja, aktuell ist man davon auch wirklich seitens Apple betroffen, aber man hat diese Abhängigkeit schon vor 2 Jahren erkannt und versucht da wirklich auch langfristig gegenzusteuern. Hier kann man zum Beispiel festhalten, dass Apple schon 2020 zu Ende des Jahres dann auch mit einer eigenen Halbleiterproduktion angefangen hat, ganz einfach, um zukünftige Abhängigkeiten eben und Lieferengpässen entgegenzutreten. Der zweite Punkt war der große Tech-Ausverkauf und hier sind auch viele Spekulationen im Raum, dass eigentlich Apple das auch derzeit als Chance nutzen könnte, ganz einfach, um jetzt günstig andere Tech-Werte zuzukaufen, um eben das eigene Produktportfolio noch entsprechend auszuweiten. Und hier wird eben auf über potenzielle Zukäufe, sei es Netflix oder Peloton, gelten hier als die heißesten Kandidaten, zumindest wild spekuliert. Bleibt denn das Zugpferd bei Apple weiterhin das iPhone oder setzt man da die Gewichtung vielleicht jetzt auch eher auf die Dienstleistungen Apple TV, Apple Music und Apple Pay? Also das iPhone ist wirklich schon immer noch das klassische Zugpferd. Über 50% des Umsatzes des Unternehmens werden eben vom iPhone generiert. Man muss aber auch sagen, natürlich will man auch zukünftig dann eben da nicht so abhängig davon sein und entsprechend wachsen. Aber das iPhone, das hat natürlich immerhin oder wird immer einen unheimlich hohen Stellenwert für das Unternehmen behalten. Denn es ist so ein bisschen der Einstieg eben ins Apple-Universum. Also der Konsument fängt an, kauft sich ein iPhone und dann wird er darüber eben feststellen, dass er viele weitere Apple-Produkte benötigt und die dann entsprechend zukaufen wird, wie beispielsweise Kopfhörer oder Apple-Zahlungssysteme, Apple Pay nutzen möchte. Oder dann auch zukünftig jetzt den Spotify-Konkurrenten Apple Music eben nutzen wird. Sie haben uns ja im Bereich der Zertifikate hier eine Multi-Aktien-Anleihe mitgebracht, die, wie der Name es schon verrät, sich nicht nur auf Apple konzentriert. Worum handelt es sich hier? Genau, es ist eine Multi-Aktien-Anleihe, die sich jetzt nicht nur mit Apple befasst, sondern wir haben dieses komplette Tech-Thema eben zum Anlass genommen, haben neben der Apple eben auch eine Amazon und eine Alphabet dort hineingepackt. Die Aktienanleihe bezieht sich auf die 3 genannten Aktien, liegt jetzt bis kommenden Dienstag 15 Uhr in Zeichnung und
hat dann eine Laufzeit eben bis in den Juni 2023, ist mit einer Barriere von 75% ausgestattet. Das heißt, sollte die Barriere eben von keiner der drei Aktien während der Laufzeit unterschritten werden, dann ist eben auch die volle Rückzahlung des eingesetzten Nominals, das 1.000 € beträgt, eben garantiert. Und dadurch, dass es eben drei Aktien sind, hat es auch wirklich einen relativ attraktiven Coupon von 14% per anno. Und den bekommen Sie als Anleger ausgezahlt, unabhängig davon, wie sich die Aktien entwickeln. Herr Hartmann, auch hier müssen wir natürlich noch mal den Vergleich ziehen zwischen Chance und Risiken für den Privatanleger. Okay, Chance ist für Sie als Anleger eben, dass Sie auch in einem Seitwärtsmarkt eben auch schon über diesen attraktiven Coupon von 14% eben profitieren können. Das heißt, für Sie als Anleger wäre es eigentlich am besten, wenn Sie das Produkt kaufen und sich die Aktien eben überhaupt gar nicht mehr bewegen, beziehungsweise nur noch moderat fallen, sodass die Barriere intakt bleibt. So ein Risiken muss man sagen, wenn die Barriere dann von 75% von einer der drei Aktien gerissen wird, dann ist eben die volle Rückzahlung des Nominalbetrags nicht mehr garantiert. Dann kann es auch zum negativen Investitionsergebnis kommen. Und was man sagen muss, es ist ein Zertifikat und somit ist es mit einem Emittentenrisiko behaftet. Herr Hartmann, ich sage vielen herzlichen Dank für den Einblick und natürlich auch die Produktempfehlung. Liebe Zuschauer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie. Wenn Sie weiterhin daran interessiert sind, wer tatsächlich die Nase vorn hat bei dem wertvollsten Unternehmen, was die Marktkapitalisierung angeht, dann müssen Sie einfach nur einschalten und zuhören. Wir sind auf jeden Fall immer für Sie da und hoffentlich auch immer auf dem neuesten Stand für Sie.